Das Wetter ist schön und trocken, das freut einen ja eigentlich, aber das bringt auch eine Menge Probleme mit sich, weil wir ja erleben müssen, dass in den letzten Jahren zunehmend es in den Städten und so auch in Recklinghausen trockener ist und dementsprechend unser Stadtgrün, vor allen Dingen auch unsere Bäume, Wasser benötigen. Und KSR, THW, Feuerwehr haben in den letzten Jahren immer schon tolle Dienste geleistet, um möglichst alle Bäume mit Wasser entsprechend zu versorgen und auch die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Aber alleine werden wir es nicht richten können. Und so sind wir auf die Idee gekommen, Gießpatenschaften auszusprechen für engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich werde zum Beispiel vor meiner Tür oder gar hier ein Bürger, der den gesamten Willy-Brandt-Park entsprechend wässert, helfen und ein bisschen dazu beitragen, dass wir eben die Bäume nicht verdursten lassen, sondern dass es in unserer schönen Stadt grünt und blüht, auch in der trockenen Zeit. Mache ich all diese Bewässerung ehrenamtlich, weil ich gerne möchte, dass dieser wunderschöne Platz, diese wunderschöne Oase hier der Stadt erhalten bleibt und ich auch gleich nebenan wohne und auch von meiner Wohnung aus in den Willy-Brandt-Park gucken kann. Und das macht mir ganz viel Spaß, auch diese Pflanzen alle zu erhalten, weil sie einfach erhaltenswert sind. Weil sie gehören mir zum Leben, wie heißt es so schön? Albert Einstein sagt mir das, glaube ich, zu. Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Hier jetzt ein paar Gießtipps für unsere Gießpaten. Schön wäre es natürlich, wenn neben den Bäumen auch die Unterpflanzungen Wasser erhalten. Wir vom KSR gießen grundsätzlich um die 100 bis 150 Liter Wasser pro Baum. Das ist natürlich für einen Privatmann schwer zu schaffen, aber trotzdem jede Kanne zählt. Und jetzt bei den trockenen Böden haben wir häufig das Problem, dass das Wasser gar nicht aufgenommen wird. Und da wäre vielleicht als Trick zu nennen, einfach einen Eimer, alten Eimer nehmen, unten Löcher reinzubohren, lieber erstmal noch weniger, einen Durchmesser ungefähr von 1,5 bis 2 mm. Und dann kann man den Eimer dann mit Wasser befüllen und dieser gibt dann nach und nach das Wasser an den Boden ab und durchfeuchtet diesen. Und dann ja, ruhig mehrmals diesen Eimer wieder befüllen. Das, wie gesagt, je mehr Wasser, desto besser für die Pflanze. Also seien Sie dabei, machen Sie mit, Sie tun was Gutes.